Chers amis, dear friends, liebe Freundinnen und Freunde eines freien, eines demokratischen, eines Irans, in dem Frauen und Männer gleich und frei und sicher leben können. Es ist eine große Ehre für mich, heute hier zu Ihnen sprechen zu können. Und es ist eine besondere Ehre, nach Mariam Rajavi sprechen zu können. Und eine besondere Herausforderung. Und ich sehe in den Nachrichten die Bilder der vielen Frauen, der vielen jungen Frauen, auch der Männer, die Tag für Tag im Iran auf die Straße gehen. Und diese Bilder machen mich demütig. Als Frau und als Mutter von drei Kindern frage ich mich, hätte ich die Kraft, auf die Straße zu gehen? Hätte ich die Kraft, meine Kinder gehen zu lassen, um gegen ein Regime zu kämpfen, von dem ich weiß, dass es mich verhaftet, dass es mich foltern und dass es mich töten kann? Diese Kraft, die die Frauen, insbesondere die Frauen im Iran zeigen, ist eine Kraft, ist ein Zeichen von Menschlichkeit, von Entschlossenheit, die weit über die Grenzen des Irans hinausreichen. Sie sind eine Inspiration für Frauen auf der ganzen Welt und insbesondere für uns, die wir als Frauen in einer freien Welt leben dürfen. Und diese Beispiele, diese Kraft, diese Inspiration zeigt uns, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Freiheit leben zu dürfen. Und sie zeigt uns, dass es nicht die Sache der Frauen im Iran alleine ist, für ihre Freiheit zu kämpfen. Ja, wir können nicht für unsere Schwestern, und ich empfinde sie als Schwestern, im Iran auf die Straße gehen. Aber wir können alles tun an internationaler Unterstützung, um ihnen jeden Tag zu zeigen und zu beweisen, ihr seid nicht alleine, wir stehen an eurer Seite und wir kämpfen mit euch. Und Mariam Rajavi hat es gesagt, es geht nicht darum, den Frauen ein wenig mehr Freiheit zu lassen. Es geht nicht darum, den Zwang zum Tragen eines Kopftuchs abzuschaffen. Es geht um etwas ganz Fundamentales, um das Recht jedes Menschen, egal ob Frau oder Mann, egal ob jung oder alt, egal ob einer Minderheit oder einer Mehrheit angehören, sein Leben so zu gestalten, wie er oder sie es möchte. Das ist ein Menschenrecht, das ist unveräußerlich. Und um dieses Recht kämpfen die Menschen im Iran und wir kämpfen mit ihnen. Und dieses Regime ist ein mörderisches Regime. Es ist ein mörderisches Regime mit Blick auf die internationale Welt, weil es Terroristen unterstützt, weil es Fundamentalisten unterstützt, weil es alles verhindert, um mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben. Und es ist ein Regime, das den Namen Gottes missbraucht, das die Religion missbraucht. Es ist ein Regime, das schwach ist, denn wie viel Angst muss ein Regime haben? Wie viel Angst muss es haben vor Kindern, vor Jugendlichen, vor Frauen? Wie viel Angst muss es haben, wenn es Tag für Tag seine eigene Zukunft, seine eigene Jugend ins Gefängnis steckt, vergiftet, foltert oder tötet? Ein solches Regime muss fallen und dafür kämpfen Sie, dafür kämpfen wir.
Und deshalb geht es um mehr. Es geht um einen Iran, der so viel mehr sein kann, als er heute ist, als er es seit vielen Jahrzehnten ist. Und es gerät gerade nicht darum, eine Diktatur durch eine andere zu ersetzen, sondern es geht darum, aus dem Iran das zu machen, was Mariam Rajavi, was die Vereinigte Opposition in ihrem Plan dargelegt hat. Ein demokratischer, ein freier, ein friedlicher Iran. Einer, der nicht Angst und Schrecken verbreitet für die eigene Bevölkerung und für die Menschen außerhalb des Landes, sondern der ein Beispiel ist. Ein Beispiel für Frieden, für Freiheit und für Demokratie. Auch darum braucht es die internationale Unterstützung, denn es geht am Ende auch um unser eigenes Interesse. Und deswegen sind wir heute hier zusammengekommen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind auch zusammengekommen in Erinnerung an diejenigen, die für diese Ziele gelitten haben und gestorben sind, an die über 120.000 Menschen in den letzten Jahrzehnten, die aus politischen Gründen hingerichtet worden sind, viele davon Frauen, viele davon beim Massaker von 1988. Liebe Freundinnen und Freunde, in Erinnerung an diejenigen, in Erinnerung an diejenigen, die jetzt gerade in den Gefängnissen sitzen, die jetzt von Todesstrafe bedroht sind. In Verpflichtung zu denjenigen müssen wir aufstehen, müssen wir als internationale Gemeinschaft sagen, das ist nicht der Kampf der Iranerinnen und Iraner allein. Das ist unser Kampf. Sie kämpfen auch für uns und wir stehen an ihrer Seite. Den amerikanischen Präsidenten Joe Biden zitieren: Diktaturen und Diktatoren verstehen keine Appeasement-Politik. Sie verstehen nur eine Antwort. Und diese Antwort kann nur lauten: Nein, nein, nein. Und deswegen. Deswegen sind wir heute hier, um im Vorfeld des Internationalen Frauentages zu sagen, wir stehen zusammen mit euch im Iran, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine Frauen unterdrückt, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine eigene Zukunft vernichtet, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine Menschen nicht in Freiheit leben lässt, um Nein zu sagen zu einem Regime, das Angst davor hat, dass Menschen politisch selbst bestimmen können, wie und von wem sie regiert werden wollen. Wir wollen Ja sagen zu einem Iran, der frei ist. Wir wollen Ja sagen zu einem Iran, der demokratisch ist. Und wir wollen Ja sagen zu einer internationalen Politik, die den Iran, die die Menschen in Widerstand im Iran nicht nur unterstützt mit Reden und mit Worten, sondern mit Taten. Und deswegen am Tag der Frauen, am Internationalen Frauentag, muss unsere Forderung sein, die Revolutionsgarden müssen auf die Terrorliste, und zwar so schnell wie möglich. Wir, die wir in der Sicherheit von Frieden und von Freiheit leben, wir wissen, dass wir euch unterstützen müssen. Denn ihr kämpft für das, von dem wir profitieren. Ihr kämpft für das, was auch für uns wichtig ist. Am Ende könnt nur ihr das Regime besiegen. Aber wir können euch dabei helfen. Und das wollen wir mit dem heutigen Tage tun. Vielen herzlichen Dank.